Willkommen zur heutigen Livestreaming-Sendung. Die Semi-Live ist natürlich voraufgezeichnet. Wir haben eine, nennen wir es eine Sperrfrist. Wir dürfen heute erst ab 16 Uhr darüber berichten. Das machen wir auch pünktlich ab 16 Uhr. Deshalb trinke ich nochmal, dass auch wirklich 16 Uhr vorbei ist. Es geht um die Lufthansa Miles & More und um die Status-Promotion des ersten Halbjahres 2022. Lufthansa hat bekannt gegeben, ihr müsst es vielleicht auch schon in E-Mails gesehen haben, was es dieses Jahr, nein, es ist ja nur Halbjahr, an Goodies gibt. Aber damit wir wirklich nach 16 Uhr sind, trinke ich nochmal und lasse das Intro laufen. Jetzt ist wirklich nach 16 Uhr. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Für alle, die in Hornsocke dieses Jahr fliegen wollen oder einen Senator, sprecht mich an, macht eine kostenlose Consulting, 15 Minuten, Frageminute, Stunde, wie auch immer. Auf jeden Fall vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, vergesst nicht, die Glocke anzumachen und ganz, ganz wichtig ist an dieser Stelle, den Beitrag zu liken und kommentieren. Kommentiert, was er von der Aktion haltet. Ich selber werde auch nicht hinterm Berg halten, was ich davon halte. Also, was ist passiert? Das erste ist, die Lufthansa sagt, es gibt doppelte Status- und Hornsocke-Meilen für alle Flüge vom 01.01.2022 bis zum 30.06.2022, also das erste Halbjahr komplett. Jetzt sagt ihr natürlich, ich bin schon geflogen. Ja, die Meilen werden gut geschrieben. Wichtig ist, das soll nach dem 01.03. passieren. Und dann sollen die Meilen direkt gut geschrieben werden, die doppelten. Also insofern, das war ja auch letztes Jahr schon so. Also hier gibt es nichts Neues. Dadurch aber, dass es sich um eine dreigliedrige Aktion handelt, das heißt also drei mögliche Wege sind, um Status und sogar Hornsocke-Meilen zu bekommen, ist der zweite Punkt die Interkont-Aktion in Quartal 2. Das heißt also, wer vom 01.04. bis zum 30.06. fliegt, bekommt nochmal pro Segment Interkont 2000 Meilen dazu. Diese Meilen sind nicht limitiert in der Menge auf Segmente. Sie sind dann nur auf die Fluggesellschaft limitiert, anwendbar für alle Miles & More Teilnehmer, ohne Hintergrundstatus oder sonst was. Und ganz, ganz wichtig, es ist keine Registrierung erforderlich. So, wie funktioniert das? Ganz einfach, wenn ihr auf der Austrian, auf der Swiss, Lufthansa Air Dolomiti, Brussels, Edelweiss, Eurowings Discover, Lufthansa Private Jet, Croatia, LOT Polish Airlines und Luxair fliegt, dann bekommt ihr halt bei Interkont nochmal zusätzliche 2000 Status und Hon Circle Mile. So wie ich das verstehe, ist es halt so, dass es keine Differenzierung der Serviceklassen gibt. Heißt also auch, ihr würdet Hon Circle Mile in der Economy Class bekommen. Also insofern eine der, ich will nicht sagen Loopholes, aber eine Möglichkeit, vielleicht den Hon zu erfliegen. Ich weiß es nicht, wie viele Segmente ihr in den drei Monaten erfliegt. Das kann ja dann heiter werden. Dann die dritte Variante, um Hon Circle Meilen noch dieses Jahr zu bekommen, ist, dass man den Nachhaltigkeitsbooster anzündet und bis zu 10.000 Hon Circle oder auch Statusmeilen bekommt, wenn man kompensiert. Und maximal sind 5 Segmente, die man kompensieren kann. Der Zeitraum ist der 01.01. bis zum 06.03. Also da müsst ihr so ein bisschen euch beeilen, wer es noch nicht getan habt. Heißt also, man bekommt für die Flüge in 2021 oder aber auch in 2022 bis zum 06.03. auch nochmal diese 2000 Meilen Nachhaltigkeitsbooster, wie das heißt. Also insofern drei Möglichkeiten, die Meilen zu bekommen. Und einmal die Verdopplung, dann die logischerweise diese Nachhaltigkeitsgeschichte und dann über die Interkont-Segmente im zweiten Quartal. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, was die Lufthansa wollte. Da kann ich auch nochmal einen Schluck nehmen. Und da kann ich euch nur bitten, unten zu kommentieren. Ja, was soll ich sagen? Gutschriften der Meilen hatte ich ja erwähnt, ich sage es noch einmal. Also wenn ihr schon dieses Jahr geflogen seid, dann soll das noch am 01.03. mit der Gutschrift erfolgen. Ansonsten soll es sofort gehen. Die aus der CO2-Aktion werden nachträglich gut geschrieben. Das heißt, also nach dem 06.03. gibt es die Meilen. Und was soll ich noch sagen? Statusverlängerung ist im Moment kein Thema.
Das heißt also, das, was letztes Jahr und das Vorjahrsjahr gemacht worden ist, dass der Status verlängert wird, ohne dass er fliegen müsst, ist im Moment nicht in der Diskussion gewesen, ist also zumindest mir nicht bekannt. Wir müssen einfach mal abwarten, wie sich das Jahr entwickelt. Also da haben wir dann ganz klar nochmal die Möglichkeit mit Luft nach oben. Was soll ich noch des Weiteren sagen? Ganz einfach, schauen wir einfach mal, wenn wir uns das angucken, wie kann ich es optimieren? Ich kann es optimieren, natürlich, indem ich Intercont fliege. Dann würde ich nämlich alle drei Promotions mitnehmen. Wenn ich das im zweiten Quartal mache, man kann somit dann halt auf einem Flug nochmal die doppelten Meilen mitnehmen, könnte dann halt, wenn man zwei Intercont-Segmente hat, auf einen der Lufthansa Group oder den Fluggesellschaften, die ich eben genannt habe, könnte man auch nochmal 4.000 für den Hinflug und für den Rückflug nehmen. Das Kompensieren geht ja leider nur bis zum 6.3. Das wären halt so die Klassiker. Im Moment, wenn ihr sagt, ich möchte unbedingt den Horncircle erfliegen, kann ich euch den Sale, der heute noch läuft, in Brüssel ans Herz legen oder dann schauen, ob ihr dann nochmal irgendwo anderen Partner-Sale findet. Ansonsten, es gab noch einen Sale ab Polen, der ganz interessante Preise hat, oder ab Luxemburg in der First Class. Aber man muss immer damit rechnen, dass man preislich, man wird über 25.000 Euro ganz sicher kommen. Also das ohne Opportunitätskosten, heißt also ohne Anreise, ohne Hotel und so weiter, das müsst ihr nochmal drauf kalkulieren. Was halte ich davon? Ich möchte eigentlich wissen, was ihr davon haltet, aber ich sag mal, was ich davon halte. Also ihr fragt jetzt einfach, warum sagen die das heute am 15. Februar um 16 Uhr? Ja, weil sie einfach festgestellt haben, dass das Reisen nicht so möglich ist. Gerade Ziele in Asien sind ja nicht so erreichbar, wie man sich das vorstellt. Viele Firmen reisen immer noch nicht. Auch ich sehe das bei meinen Kunden, dass sie auch teilweise gar nicht reisen wollen. Viele Leute haben einfach keinen Bock mehr auf Reisen, weil sie eine Art Reisefaulheit, Reisefieber entwickelt haben, dass sie dann lieber zu Hause sind. Also das ist ja nichts Schlimmes, also kann ja auch positiv sein. Lufthansa selber hatte wahrscheinlich mit besseren Zahlen gehofft. Wir hatten ja auch am Wochenende die Nachricht gehabt, dass man Mallorca mit der 747 anfliegen möchte mit der 350 und dass halt vor allem das Reisen wieder beginnt. Aber ich sehe das nicht so, dass das so entspannt ist, wie wir das alle hören. Und insofern denke ich, dass da die Lufthansa aufgrund ihrer Zahlen reagieren musste. Das ist das eine. Dann das andere ist, warum macht man das mit der Intercont-Aktion? Weil gerade bei Intercont, glaube ich, bei der Lufthansa Luft nach oben ist. Also das heißt, weil die Plätze gar nicht so verkauft werden, wie sich das vorstellt. Also daran sieht man ja die Intercont-Aktion. Dann die dritte mit der Umweltgeschichte. Das sehe ich immer so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite sage ich, ja, Umweltschutz ist ganz, ganz wichtig. Aber warum müssen wir das als Kunden so entscheidungsmäßig bezahlen, warum bezahlen wir es einfach nicht direkt? Also warum macht man das nicht so wie Scandinavian Airlines, die halt wirklich für die Euro-Bonus-Member das direkt bezahlt? Also insofern wäre das eine Möglichkeit für die Lufthansa, das auch einfach zu machen. Bei Lufthansa Private Jet wird ja auch direkt kompensiert von NetJets. Also insofern ist das eine Frage. Dann habe ich noch eine Frage von euch direkt im Hörgang klingeln, und zwar nach der Kreditkartenaktion. Kreditkartenaktion war wohl eine einmalige Sache, ist im Moment auch kein Thema, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Also genau wie die Aktion, die da war, da gibt es nichts. Auch diese Danke-Aktion mit den E-Vouchern, da ist im Moment auch nichts geplant. Jetzt fragt ihr mich, wie ist der Ausblick wahrscheinlich? Und da gebe ich euch natürlich auch nochmal meine Meinung dazu. Ja, andere Fluggesellschaften, Air Baltic, KLM, Air France oder aber British Airways haben ja fürs ganze Jahr das gemacht. Auch zum Beispiel die United haben die Level runtergesetzt und so weiter. Aber jetzt ist natürlich die Frage, warum macht die Lufthansa das nicht? Beziehungsweise kommt da noch was? Ich glaube, dass da was kommt, weil wir werden feststellen, dass auch die zweite Hälfte eigentlich nicht so incentiviert ist, für die Leute zu reisen, wie man sich das vorstellt. Und ich sagte es ja auch eingangs, dass gerade die Firmen, die ja die Mehrzahl der Kunden bei Lufthansa stellen, ja gerade im Moment keine Reiselust empfinden und auch keine Reisefreude verbreiten. Also insofern glaube ich, dass die Lufthansa auch im zweiten Jahr nachsteuern muss, Halbjahr, um ganz genau zu sein. Ich könnte jetzt natürlich wieder mit meinem Lufthansa-Spruch kommen, man muss die Kunden lieben. Ich empfinde es persönlich immer so ein bisschen als halbherzig, was die Lufthansa macht. Ich finde es immer so, dass man das macht, weil man es machen muss, weil man nicht anders kann,
Es kommt nicht vom Herzen, aber am Ende des Tages ist es ein geschenkter Gaul, dem schaut man nicht ins Maul. Auch hier warte ich einfach, was ihr denkt, was ihr davon haltet. Und da würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr unten einfach kommentiert, den Beitrag liked und sagt, naja Lars, vielleicht hast du recht oder ich habe Unrecht. Da würde ich mich freuen. Und ganz, ganz wichtig, abonniert den Kanal, gebt mir ein Like. Und die 10 Minuten habe ich ja jetzt geschafft, damit wir bei YouTube auch Werbung schalten können. Alles klar, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Und die heutige Ausgabe 46, glaube ich, ne? 46 Tage jeden Tag live. Fast, semi, quasi. Also, bis dann, danke und ciao. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder auf dem Kanal sehen. Bis dann, ciao.